So, die Frage, also was ich mich auch immer gestellt habe, und das ist immer noch auch bei meinem eigenen Streams immer die Frage, wann fängt man wirklich an? Macht man eine komische Pre-Show? Und wenn ja, dann nur 5 Minuten. Und man soll ja auch irgendwie nicht groß auf die Zuschauer war, also Zahlen gucken. Bei einer Klasse ist das halt irgendwie auch wieder was anderes. In diesem Sinne, unser letzter Stream hat begonnen. Das hast du ja einfach gesagt. Ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze, dass wir keinen weiteren mehr machen. Nee, ich habe gesagt für dieses Jahr. Das stimmt, für dieses Jahr. Ja, ich hätte jetzt schon noch so einen kleinen Weihnachtsstream Ja, warum? reingequetscht, aber. Ja, weil viele Sachen fangen ja. Ich habe die Vermutung, dass viele jetzt erst Zeit finden. Also irgendwie so donnerstags, also morgen soll noch mal im Twitter-Lehrerzimmer Pizza gegessen werden. Das hat der Basti Hirsch organisiert. Richtig, das habe ich Ich auch gesehen. glaube, dass bei vielen Sachen jetzt erst so diese, ah, okay, jetzt irgendwie mal eine Woche durchatmen. Und dann kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an, ob man verreist oder nicht. Ja, definitiv. Also ich plane nicht zu verreisen. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit dann zu Hause in Magdeburg. Und also ja, keine Ahnung, wenn es ergibt, wir können natürlich zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, irgendwie auch nochmal was streamen. Warum Ja. nicht? Also ich habe das jetzt bei mir in der Lehrveranstaltung immer so gemacht, so für dieses Ankommen. Ich habe halt eine zweite Kamera, wie du das immer so schön nennst, als Radiocam irgendwo Ja. zu stehen gehabt und habe dann mich so ein bisschen von der Seite gefilmt, wie ich noch ja auch ein Heißgetränk zu mir nehme und wie ich irgendwie meine Experimente aufbaue und vielleicht noch irgendwie so einen letzten Feinschliff an den Folien mache und habe das auch bestimmt eine Viertelstunde so vorher angestellt und dann tröpfelt noch immer so schon so Leute rein und dann habe ich aber 15 Ja. eben nach dem akademischen Viertel dann auch pünktlich angefangen und selbst dann, man hört ja den Ton in Zoom, dann bing, 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 dann kommen halt immer noch eine ganze Menge Leute rein. Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei Vorlesungen, die auch wirklich anfangen und irgendwie übersetzt worden sind ins Digitale, da ist es halt irgendwie klar, okay, es muss einfach auch um 12:15 Uhr dann anfangen. Und was wir ja auch machen, ist ja auch irgendwie so ein komisches Mischkonstrukt. Weil eigentlich sind ja Podcasts aufgenommen und werden ja erst gar nicht live gesendet. Also eigentlich sind die ja, kommen ja rein aus der Kanne oder auf der aufgenommenen Dose und kommen. Und wir machen das ja irgendwie, ich weiß ja auch gar nicht warum, es hat sich so ergeben, ne? Weil irgendwie. Hey, Stream, voll cool. Und jetzt haben wir auch beide einen Greenscreen, wie man unschwer erkennen kann. Ich feiere das ja so dermaßen. Einfach weil es gab ja so ein paar Apps, die haben da sehr hehre Versprechungen Wir können uns gemacht. sozusagen hier so fast virtuell die Hand Ja, geben. genau. Das ist großartig, großartig. Du hast deine Hand irgendwie geküsst. Du sitzt an meinem Fenster und ich sitze, glaube ich, auch bei dir rechts Du vorne. sitzt Also, bei mir an der Wand, ja, es hier ist ein so. bisschen Inception, man muss erstmal drauf klarkommen, bin ich ehrlich. Aber irgendwie, ich glaube, das hat aus unserer Community noch niemand gemacht. Vermutlich ist das so, ja. Also, Ja. wenn, dann kann man uns ja bei Twitter schreiben und uns irgendwie vom Gegenteil überzeugen mit Ja. einem Foto oder einem Link oder was auch Sehr immer. cool. Ich würde sagen, weil danach noch irgendwie Kaffeekränzchen und so ansteht, also auch natürlich alles digital, fangen wir mal an mit dem Hager mal Fest und das, was Genau, und um davon noch eben dem übrig technischen ist. Rahmen zu verleihen, habe ich heute meinen, ich würde Ihnen gern mein gebrauchtes Dieselfahrzeug verkaufen, Oberhemd angezogen. Ja, und ich bin einfach in Schwarz, weil vor 2 Stunden ist aufgewacht, noch schnell die Vorlesung, jetzt schnell raus. Okay, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, bei 9 stehen geblieben. Und ich Genau, wir wechsle hatten dafür die 1 bis mal. 4, die 5 bis 8 und Genau. wir hatten uns heute die letzten 4 vorgenommen. 9, 10, 11, 12. Ja, das sind 4 Genau. nach meiner Su. Ja, da oben seht ihr es. Lass uns einfach einsteigen. Ich glaube auch, dass es wird ja jetzt mehr diskutiert in den letzten Wochen oder wurde mehr diskutiert. Und ich war bei nicht allen Diskussionen dabei, bin ich ehrlich, weil ein bisschen wurde es mir dann auch Meta. Spätestens seit dem prominenten Tweet von Peter England, der, glaube ich, sehr viele mitgenommen hat, weil es halt doch eher in die Richtung Reden ging, denn machen. Und ja, also ich glaube, wir machen jetzt erst die Thesen und dann können wir auch mal über das Gemachte sozusagen, gerade bei deinem Stream sprechen. Und dann können wir ja vielleicht auch nebenbei so gucken, was ist denn davon jetzt schon New Learning? Weil ich glaube, vieles wird auch einfach schon gemacht. So, ja, kann man sehen. New Learning steigert digitale Medienkompetenz und Data Literacy. Souverän, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst. Das sind gute Worte. Okay. Das mit der Gesellschaft hatten wir ja auch schon. Also, das kam ja oben schon.
das ist auch ein Thema, was wir jetzt irgendwie letztens nochmal in der Studienwerbung bei uns diskutiert haben, dass wenn man zum Beispiel Studiengänge bewirbt, dass natürlich Schüler und Schülerinnen immer sehr auch an den, an der gesellschaftlichen Relevanz oder an sozusagen an den großen gesellschaftlichen Fragestellungen, die man dann mit einem bestimmten Studiengang oder mit bestimmten Studieninhalten möglicherweise lösen oder behandeln kann, dass das definitiv ein Thema ist. Mhm. Also was jetzt nicht unbedingt nur zum Studium gehört, sondern schon zu der Studienwerbung. Ja. Naja, und Data Literacy, also ich glaube, Data Literacy ist schon sozusagen ein ziemlich hochgestochenes Ziel aus meiner Sicht. Ist, glaube ich, auch, also es ist so ein bisschen auch wie Digitalisierung, jedoch versteht da irgendwie was anderes drunter. Medienkompetenz ist erstmal, glaube ich, so ein ganz guter Punkt. Also das ist was wir halt auch immer wieder feststellen, dass zum Beispiel jetzt Studierende Laborprotokolle schreiben sollen für ihr Grundlagen-Elektrotechnik-Praktikum. Und dann kommen eben so Fragen wie, ja, wir haben da jetzt ein Diagramm erstellt in dem Programm und wir haben jetzt irgendwie da in Word schreiben wir unser Protokoll und wie kriegen wir das Diagramm jetzt von dort nach da? Und dann sagt man, ja, da gibt es mehrere Wege und Möglichkeiten, das zu tun und die haben alle irgendwie so ihre Vor- und Nachteile, aber das sind jetzt nicht Sachen, die wir, also da, eigentlich muss man das wissen, bevor man an die Uni kommt, höre ich so ein bisschen raus. Genau, also eigentlich würden wir davon ausgehen, dass jeder, der ein Abitur gemacht hat und an eine Hochschule kommt, dass das so eine gewisse Computer-Medien-Grundkompetenz ist, die man halt mitbringt in Studierfähigkeit. Wir stellen aber natürlich immer wieder fest, dass das halt nicht überall da ist und dass das natürlich auch nicht gottgegeben ist. Und dass das eben auch, Stichpunkt Heterogenität und so, Diversität von den Studierenden abhängt und wo sie halt herkommen und in was für einen Bildungskontext sie sozialisiert worden sind und so weiter und so fort. Und tatsächlich tun sich aber die Unis halt schwer da drin, glaube ich, allgemein so eine Basic-Kurse anzubieten. Also jeder, mich jetzt halt inklusiver, also jeder meckert halt darüber oder äußert sich abfällig, wie ungeschickt sich die Studierenden, so will ich es mal formulieren, an der Stelle anstellen, aber so dieses, mal eine ganz konkrete Idee, was machen wir jetzt dagegen? Also zum Beispiel, wir bieten halt mal irgendwie einen Kurs an. Also ich habe das jetzt auch irgendwie vor 4 Wochen unabhängig davon halt schon gemacht. Wie man ein gutes Protokoll schreibt, mache ich auch schon ein bisschen länger und immer in dem einen Semester auf Deutsch, in dem anderen Semester auf Englisch. Dann ist aber wieder der Punkt, es ist halt ein freiwilliger Kurs, er findet irgendwann nachmittags statt. Und keine Credits. Keine Credits, genau. Ne? Und die Studis, die es vermeintlich wieder am nötigsten hätten, die kriegt man halt nicht dahin. Und dann ist aber so die Frage, ja, will man halt Leuten Credits dafür geben, dass man ihnen Word erklärt und wie man ein Diagramm aus Excel darüber kopiert? Das ist, Ja, und Excel und Word sind ja nur die Spitze des Eisberges. Also ich musste mich selber in SPSS und R einarbeiten und da gehen einfach mal 200 Stunden ins Land. Und wenn ich mir so den aktuellen, also um wirklich, keine Ahnung, non-parametrische Tests, gerade für meine Masterthesis, schon oft besprochen, dann das ist dann wirklich auf der einen Seite, ja, das eine Herz sagt, ja, es ist irgendwie die Eigenverantwortung, es ist irgendwie auch, ja, Eigenverantwortung trifft es ganz gut. Auf der anderen Seite, wenn ich das doch für die Uni mache, könnte man ja irgendwie auch erwarten, okay, also nachdem ich mir die Programme schon selber organisiert habe, wohlgemerkt. Was ich interessant in dem Satz noch finde, ist, es ist ja nicht nur Lernende, sondern auch Lehrende. Und auch hier, finde ich, greift dieser Digital Divide total, weil ich muss, ja, jetzt bin ich immer so radikal ehrlich bei sowas, es gibt halt genug Lehrende, die halt kein HDMI von einem VGA-Kabel unterscheiden können. Und das ist ein bisschen bitter. Und dann gibt es so ein bisschen so dieses Trashing, die Studierenden können es nicht. Bin vielleicht ein Extremfall, aber ich kenne auch viele meiner Gamer-Kollegen, die ein krasses Setup haben, die sich auskennen, die haben ihre Signalketten im Griff und die wissen auch, wie man SVG transportiert oder projektiert. So. Richtig, definitiv. Ja, also die motivierte Lehrende. Also ich meine zum Beispiel diesen Kurs da, How to Write a Good Protocol, den mache ich halt auch aus Spaß an der Freude. Also da den kann ich auch leider nicht in der Lehrverpflichtungsverordnung mit abrechnen. Weil das ist aber krass, oder? Also ich meine, hier steht, du sollst Botschafter sein und wenn du dann irgendwie keine Plattform bekommst, um deine Botschaft rauszusenden, ja. Ja, an dieser Stelle Shoutout an unsere IEEE Student Branch, die halt diese Workshop-Reihe organisiert und die mich sozusagen als einen ihrer Mentoren dafür einlädt, das zu machen. Das ist cool.
Genau. Wollen wir mal gucken, was es dafür braucht, laut Hagen. Da sind wir halt an der Spitze des Eisbergs und da haben wir über Sachen wie Python und MATLAB und R und krass, SPSS ja. Also was sich ja, sagen wir mal, an Data Literacy anschließt, ist halt sowas wie KI und wie Machine Learning, ne? Also, aber das Problem ist, willst du wirklich KI und Machine Learning und irgendwie Hidden Layers machen, wenn Word nicht sitzt? Also, ja, genau. Und das ist halt die Frage. Ja, ich meine, da ist man wieder bei der Blum'schen Taxonomie. Sind die unteren Stufen inkludiert, wenn man die oberen Stufen kann, ja oder nein? Ne? Ich meine, also da ist auch wieder bei diesem, ne, was braucht das jetzt ganz konkret? Institutionell verankerte New Learning Kompetenzen. Könnte man erstmal fragen, was ist das so? Und ja, flächendeckende Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrende. Auf jeden Fall, ja, aber dann ist halt auch wieder die Sache, also die Lehrenden brauchen dann eben auch Zeit und Anreize, diese Angebote halt wahrzunehmen. Also weil ich glaube, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es genug. Ich meine, das Internet ist voll von Weiterbildungsmaterialien, offenen Online-Kursen, sowas zu allen möglichen Sachen, die halt, na, also ich meine, da muss man sich jetzt eben nur bei MathWorks jetzt, um mal da den kommerziellen Anbieter hervorzuheben, da gibt es 1001 Kurs, wie ich meine Studierenden in MATLAB für das und das fit mache für dieses und jene Thema. Aber man nutzt es nicht, einfach weil man leider keine Zeit dafür hat, es zu nutzen. Ja, vor allem abend, also irgendwie unter der Woche ab 6 oder am Wochenende mit deinem eigenen Gerät. Also so sozusagen die total negative Seite. Und ich meine, ihr kriegt ja wahrscheinlich auch nicht groß Credits oder im Rahmen Vereinbarungen, dass ihr irgendwie 14 Fortbildungen, oder? Es sind vielleicht mal 2, würde ich jetzt schätzen. Ja, also ich wurde nie offiziell danach gefragt, ob ich jetzt irgendwelche Fortbildungen besucht habe. Also ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich als Professor, als Professorin irgendwo berufen werden möchte, dann tut man schon ganz gut daran, das eine oder andere Lehrzertifikat auch in seinem Portfolio zu haben, neben der Sache, ich habe diese und diese Summe an Drittmitteln eingeworben und ich habe diese und jene Summe an Publikationen geschrieben. Aber genau in der Reihenfolge. Ja, genau. So. Ich glaube, mittlerweile achtet man da doch, glaube ich, schon so ein ganz bisschen, wenigstens so ansatzweise darauf, dass die Leute auch ein ganz bisschen Lehrerfahrung und Kompetenz mitbringen. Aber ich meine, der Punkt ist ja dann, wer macht denn zum Beispiel halt die Übung und wer macht die die Seminare, das machen die wissenschaftlichen Mitarbeitenden und das machen halt studentische Tutorinnen und Tutoren. Und die studentischen TutorInnen, die können das vielleicht noch sozusagen in der Hinsicht am besten, weil sie aus ihrer eigenen Sicht vielleicht noch eine ganz gute Ahnung davon haben, wo der Schuh drückt und was ihre Zielgruppe erwartet. Aber als Mitarbeiter ist man halt auch so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also man ist kein Student mehr, man ist halt kein Prof. Man hat 1000 andere Sachen zu tun und jetzt sagt einem irgendwer, jetzt geh halt dahin und mach halt diese Übung, ohne dass man jemals auch nur so einen 5-Minuten Schnellbesolungskurs in Hochschuldidaktik bekommen hat. Und ich meine, was macht man dann? Man macht genau das nach, was man halt vorher selber in seinem Studium gesehen hat. Und das ist halt nicht immer unbedingt der Königsweg an Hochschullehre. Das sich selbst fortführende System, das berühmte. Genau. Und also deshalb die Weiterbildungsmöglichkeiten, ja, die sind ja auch schon da. Und aber es fehlt eben an Notwendigkeit und Wertschätzung und Verpflichtung, die irgendwie zu besuchen. Ja. Und ich meine, und dann ist ja der nächste Punkt, ich weiß nicht, ob ich diese Story jetzt schon mal erzählt habe, aber ich war schon bei einigen hochschuldidaktischen Workshops und ich war mal bei einem und dann war wirklich die erste Frage, die irgendjemand anders gestellt hat, ja, und wann bekommen wir dann unser Lehrzertifikat? Und dann habe ich halt gedacht, das ist schon bitter. Sorry, habe ich das gerade richtig gehört? Das kann doch, also ist denn das die Prämisse, von der wir erwarten, dass damit die Studierenden an unsere eigenen Lehrveranstaltungen rangehen und sagen, wie und wo, was genau muss jetzt? Ja, natürlich, zweite Vorlesung gibt es schon eine Klausureinschränkung. Ja klar, wenn ich das vorher weiß, muss ich weniger lernen, kann ich effizienter lernen. Also das ist, ja, absolut. Und das ist sozusagen nur die andere Seite. Ja, krass. Und ich glaube, das passiert auch bei teuren Seminaren, für die man, also, oder vielleicht passiert es gerade bei teuren Seminaren, wo man sozusagen was hinblättert und dann sagt, okay, ich hätte hier Credits oder was auch immer. Wollen wir mal gucken, was hier noch so steht unter. Genau, schauen wir mal. Okay, ist ein kurzer Punkt. Also, Sie sagen jetzt, das schließt auch informierten Umgang mit digitalen Wissensressourcen und Datenquellen ein. In Zeiten von Fake News mit Sicherheit kein schlechter Ansatz.
Ja, und eine gewisse Recherchekompetenz. Also, was habe ich in diesem Semester nicht für E-Mails beantwortet? Herr Magdowski, Sie haben noch gesagt, Sie haben uns eine E-Mail geschickt, ich habe die nicht gefunden. Und dann habe ich halt in meinen Postausgang geguckt und haben gesagt, ja, die habe ich Ihnen aber an dem Tag und um die Uhrzeit geschickt. Bitte schauen Sie nochmal nach. Ach ja, danke, jetzt habe ich sie doch gefunden. Oh, das ist echt bitter. Also, ich frage mich halt schon, was meine Kommilitonen, also Kommilitoninnen manchmal machen. Also jetzt ohne alle komplett trashen zu wollen, aber. Im ersten Semester, ne? Also ich glaube, manchmal sind sie halt auch einfach lost in der ganzen Situation. Ja, das kann ich verstehen, absolut. Also es gibt halt auch super viele Systeme. Also irgendwie, also was mich zum Beispiel auch total nervt von wegen Kompetenz, und jetzt habe ich angefangen, meine eigenen Zoom-Listen anzulegen, von welchen Räumen, wie auch immer. Und irgendjemand hat ja auch immer früher geschrieben, dass Räume oder den falschen Zoom-Link oder das Passwort nicht finden, ist quasi die Äquivalenz zum den physischen Raum nicht finden. Das passt auch total. Und das ist mit Sicherheit in digitalen O-Wochen und Co. auch ein bisschen untergegangen, weil diese Vorgeneration an Tutoren, die wir gerade hatten, die gab es ja, die gibt es jetzt in der zweiten Generation. Und im Sommer waren halt alle gleich lost. Aber das könnte man eben durch allgemeine Medienkompetenz auffangen. Aber so allgemeine Recherche, irgendwie Vorwärts-Rückwärts-Suche, das muss irgendwie bei allen Studiengängen irgendwie dabei sein. Ja, also ich glaube, ein Riesenpunkt ist eben auch wieder, mit was für einem Endgerät machen das die Studis. Ja? Also wenn ich jetzt eben hier eine beliebige Anzahl von E-Mails auf meinem Handy durchsuche, auf dem ich zum Glück keine E-Mails empfange, aber dann wäre auch ich da auch irgendwie lost. Bin halt an einem Computer sozialisiert worden, kann das auch nur an dem Computer vernünftig. Da geht bei den Studis bestimmt da auch was verloren. Aber dass man an einem Handy keine Hausarbeit schreiben kann und will, das ist doch auch irgendwie klar. Also ich habe noch nie ernsthaft mit meinem Handy irgendwas in die Richtung gemacht. Vielleicht mal ein Paper, aber das macht ja auch wirklich einfach keinen Spaß. Also das. Nee, richtig, ja. Genau. Ja, aber ich meine, Herrgott, also mit einer externen Tastatur und so könnte man es ja machen oder könnte man es vielleicht versuchen. Und also so ein Punkt ist auch wieder, wo so Grundlagen der Data Literacy, ja, Leute schreiben mir eine E-Mail und sagen, Herr Markowski, ich finde das da leider nicht im Skript, diese und jene Sache. Steht das da nicht drin oder übersehe ich das? Und dann blutet mir das Herz. Halt das Skript auf, klar, das Skript sind irgendwie 200 Seiten PDF-Datei, weil geht natürlich über das ganze Semester. Und dann macht man aber eine Volltextsuche im PDF und tippt halt irgendwie ein Induktivität, Wirkungsgrad, was auch immer. Und klar findet man dann irgendwie 5, 6 Treffer, aber genau das, was man sucht, ist dann halt auch dabei. Und dann sage ich, naja, aber jetzt, sorry, eine Volltextsuche im PDF ist jetzt auch keine Rocket Science an der Stelle. Also, zumal gerade das sind ja so Fähigkeiten, also so ein Steuerung F oder Command F, wie auch immer, ist ja sozusagen über Bereiche hinweg eine Fähigkeit. Also wenn ich das in einem Programm kann, dann kann ich das in einem Browser, dann kann ich das sonst wo. Also ich mache das so oft, dass ich mir manchmal blöd finde, dass das in analogen Medien nicht geht. Also so. Das stimmt schon. Es ist echt schwierig. Auch, dass man sozusagen irgendwie nochmal einen Kurs anbietet, was wir am Anfang hatten. Machst du den dann live? Weil ich würde den an deiner Stelle einfach aufnehmen. Also. Ja, ich habe den halt bisher immer natürlich in Präsenz irgendwie live gemacht und es ist halt so für Zwischenfragen und um am Anfang so ein bisschen zu fragen, wie viele Protokolle habt ihr denn schon geschrieben und wo drückt eigentlich bei euch der Schuh? Weil ich habe natürlich so Material für eigentlich irgendwie x Stunden und dann suche ich mir halt den Teil raus, wo ich denke, dass der ganz gut zur Zielgruppe passt. Könntest du so ein Flip-Ding machen? Also, weil es ja standardisiert ist und. Aber klar, also ich meine, es ist ein guter Service. Du gehst halt mal wieder die doppelte Extrameile. New Learning braucht institutionell verankerte New Learning-Kompetenzen. Das ist wieder der Satz von oben. Und Anleitung von Data Literacy, dieses Wort ist ja schon, also ich würde jetzt sogar mal sagen, sogar älter als wir beide. Aber Data Literacy habe ich schon wirklich oft auch in alten Papern gelesen. Also ja. Und flächendeckende Weiterbildungsmöglichkeiten in allen Bildungseinrichtungen für Lehrende. Uff. Schließt halt Schulen und ja genau, schließt halt alles mit ein. Und da, also ich glaube, das ist halt, also ich meine, im Prinzip haben wir den Punkt ja schon mal diskutiert, aber das ist vielleicht was man auch der Politik an der Stelle nochmal sagen müsste oder halt den Bildungsträgern. Also wenn ihr wirklich mal die Leute fragt, woran mangelt es dann? Dann werden viele, die sich wirklich auskennen, sagen, na, es fehlt an Weiterbildungsformaten. Also klar, das, was ihr am einfachsten kaufen könnt, ist Geräte. Ja? Nehmt eine Gießkanne mit Geld und gießt Laptops und Tablets und so über Schulen. Und na klar, die brauchen eine gewisse technische Basisausstattung, aber die Geräte alleine, also ne, das gleiche Problem haben wir jetzt in der Pflege in den Krankenhäusern.
Ja. Das Intensivbett pflegt eben alleine keinen Patienten, ne? Und irgendwie ein Satz Tablets bringt halt auch einer Klasse keine Data Literacy bei, sondern Ja. das machen die Schüler halt für sich und untereinander zusammen mit einer sehr gut ausgebildeten Lehrkraft, die halt da eine ganze Menge drüber weiß, und die braucht halt diese Weiterbildungsangebote. Und klar, die braucht auch die Tablets, aber die Weiterbildung ist dann mindestens genauso wichtig. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir Nummer 10 machen? Auf jeden Fall. New Learning garantiert Datenschutz und verhindert digitale Diskriminierung. Das ist mir das. Ich garantiere Ihnen dieses gebrauchte Dieselfahrzeug einwandfrei. Für 363 Tage. Ah, ich weiß nicht. Bold Statement. So. Ah, gut. Wir wollen New Learning so gestalten, dass Diversität berücksichtigt, Privatsphäre geschützt, transparente Datenrichtlinien entwickelt und ethische Folgen abgeschätzt und integriert werden. Und ich meine, was man wirklich ja nicht vergessen darf, es ist ein sehr dicht geschriebenes Paper. Sie wollten ja eben keine 500 Seiten, weil das gibt es alles schon auf 9 Seiten, 12 Thesen. Ich finde es immer noch gut aus dieser Warte heraus und ich finde es in Ordnung. Also, weil wir wollen es auf keinen Fall, also wir wollen es auf keinen Fall trashen oder irgendwie runterreden. Auch weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass auch die Fernunis, war wichtig, dass das irgendwie kein Uniklinikum gemacht hat oder keine Exzellenz, irgendwas Cluster, sondern die einzige öffentliche Fernuni, die wir haben. So, und deswegen finde ich das immer noch, wir reiten so ein bisschen auf den Wörtern rum, aber so hier fürs Protokoll, dass ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass es eine richtige Initiative ist. Und jetzt liegt es so ein bisschen an der Community, das eben zu zerfleddern, so wie wir es eben machen. So als kleiner Disclaimer zwischendurch. Ja, was sagst du? Garantiert das Ja, also Datenschutz? garantiert Datenschutz finde ich auch ein bisschen zu krass, weil, also ja, ich meine, bei ganz vielen anderen Sachen sagt man ja auch, und wir könnten das machen und wir haben die Idee und wir könnten irgendwie die Studierenden da abholen und wir könnten mit den Studierenden dieses und jenes machen. Und dann kommt halt aber irgendwer um die Ecke und sagt, ja, aber was ist denn mit dem Datenschutz? Und also Datenschutz ist ein total wichtiges Thema, aber man sollte halt viele Sachen nicht vom Datenschutz her denken, sondern man sollte erstmal die natürlich vom Ziel her denken und von irgendwie einem gangbaren Weg, den man gehen kann. Und da muss man den Datenschutz mitdenken. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle muss man den Datenschutz auch mal ganz bisschen vielleicht irgendwie verbiegen. Sollte man nicht allzu derbe natürlich tun, aber man. Sachen vom Datenschutz her denken, glaube ich, bei New Learning wird nicht funktionieren. Und ich finde, also ich sag mal so, wenn ich, man hätte bei Punkt 10 vielleicht auch einfach schreiben können, und das wollte man nicht, und deswegen hat man Punkt 10 vielleicht etwas allgemeiner gefasst. Punkt 10 könnte auch heißen, wir wollen kein Proctoring bei Prüfungen. Aus studentischer Sicht kann ich mich auch dieser Aussage anschließen. Also die einfachste Art, das bisschen Vertrauen, was bei manchen Institutionen noch da ist, oder die in dieser Lehrer, Lerner oder das Vertrauen, was noch da ist, das kriegt man am einfachsten noch mit Proctoring weg. Das ist so ein Format All. Ja, also ja, definitiv. Vielleicht dazu noch kurz. Ich habe mich ja im Frühjahr, als ich mal eine digitale Klausur geschrieben habe, einfach selbst aufgenommen. Videomaterial habe ich noch nicht verwertet. Und wirklich so mit Vorlesen, Disclaimer, wer betrügt, kann sofort gehen, etc. Video auch mit der Radiocam. Also man hat gesehen, was ich mache, oder ich konnte sehen, was ich mache. Und da waren auch Szenen dabei, wo ich mal nicht so intelligent aussehe. Also ich will nicht, dass das auf irgendwelchen Servern liegt. Und allein die Datenmenge für die 120 Minuten, ich glaube, wir waren bei knapp 3 GB. Jetzt das für irgendwie Einführung in die Statistik 1 mit 700 Leuten plus. Das ist ein Datenmüll, der da anfällt. Also man kann nicht immer sagen, oh, Streaming und Videos, ökologisch etc. Also auch das ist irgendwie so ein halber Mythos. Und dann gleichzeitig sagen, und ich überwache eine komplette Kohorte von Studierenden. Und selbst kleine Unis haben ja irgendwie 20.000 Leute. Also Proctoring macht aus verschiedenen, also nicht nur aus datenschutztechnischen Gründen, aber auch aus anderen Gründen überhaupt keinen Sinn. Und es war im Selbstversuch sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Und ja, die Aussage müsste oder könnte wahrscheinlich so sein. Es ist aber, die ist ja noch politischer als die, die da steht. Ja, Ja. aber also ich glaube, Punkt 10 wird dann interessant, wenn man ihn zum Beispiel sowas wie in Richtung oder im Sinne von Proctoring diskutiert. Also weil dann kriegt das Ganze irgendwie so ein
ja, so ein Touch, wo sagen wir mal, Datenschutz wirklich relevant wird und wo Diskriminierung wirklich relevant wird. Und also ich meine, sonst, was werden dann sonst im Prinzip beim Datenschutz für Fragen diskutiert? Also die Frage, sollten halt Studierende mit Klarnamen in einem Zoom-Meeting auftreten, ja oder nein? Und ich meine, da kann man auch drüber diskutieren. Und ich würde halt sagen, also wenn man in einem Masterstudium ist und jetzt irgendwie an einem kleinen Seminar mit 5 Leuten teilnimmt, dann würde ich im Großen und Ganzen schon erwarten, dass da jeder mit Klarnamen unterwegs ist. Weil ich meine, auch wenn man mit 5 Leuten in einem Seminarraum sitzen würde, würde man sich ja auch gegenseitig vermutlich kennen und vorstellen. Und wenn da irgendjemand sitzt, den man nicht kennt, würde man ihn auch mal fragen, hallo, guten Tag, wer bist du denn? Ne? Ja. Und andererseits jetzt in einem Zoom-Meeting irgendwie mit 100 Leuten in einer großen Grundlagen-Lehrveranstaltung im Online-Plenum, finde ich es als Lehrperson relativ absurd zu fordern, dass sich da alle mit Klarnamen anmelden, weil man es ja eh nicht kontrolliert. Nee, du kannst es nicht kontrollieren, nee. Ich meine, dadurch, dass es halt, dass es ein geschlossener Teil oder ein semi-geschlossener Teilnehmerkreis ist mit Registrieren und oder Passwort, wäre ich auch da, also da würde ich auch, fände ich es okay, wenn man sagt, okay, ich hätte halt gerne einen Namen, weil wenn ich da SpongeBob 1 bis 2 und Günther Jauch sitzen habe, es ist ja irgendwie auch Quatsch. Also es sollte sozusagen nicht die auf Kosten der Ernsthaftigkeit oder des Formalismus sozusagen gehen, weil da gibt es einfach andere Wege. Bei so öffentlichen Formaten, ich betreue im Hintergrund so eine Ringvorlesung, die wir mittlerweile auch Zoom, aber da musste man sich vorher registrieren. Da gibt es auch Leute, die merken, die melden sich mit irgendwie Politikernamen oder Fantasienamen an. Die Mehrzahl macht es aber mit echten Namen. Und ich finde, sobald es halt diesen Registrierungsmechanismus gibt, auch von Veranstalterseite, damit man eben sagen kann, okay, ab einem gewissen Punkt, dann können wir auch gleich mal über Twitch reden, muss ich irgendwie sicherstellen, dass ich meine Community oder die Lernenden beschütze oder ich schütze, trifft es wahrscheinlich besser, indem eben, es sind ja oft Einzelne, es sind einzelne Trolle, es sind einzelne Leute, da kommen ja jetzt nicht zigfach an Leuten, die irgendwie fragwürdiges Material posten, um dann diesen einen sozusagen schnell rausfischen zu können, hilft es total eben den Namen zu kennen, weil auf der Userbasis kannst du dann eben Leute sperren oder verwarnen oder was auch immer. Und das bringt mich zu Twitch, da durch diesen wirklich öffentlichen Internetrahmen. Und das war auch ein Learning, das ich gemacht habe, würde ich tatsächlich auch wirklich quasi genau dieses Gegenteil empfehlen. Eben gar keine Namen, auch keine Kurznamen, also nicht H. Steinberg oder sonst was, weil es eben benutzt irgendwas, wo man auf keinen Fall sehen kann, wer ihr eigentlich seid. Einfach weil es so genau das Gegenteil zu einer geschlossenen Zoom-Gruppe ist. Ja. Ja, das kommen wir noch ein bisschen runter. Damit ja, was ich mir noch vorstellen könnte außerhalb von Proctoring, wären so Zoom, Kahoot, Quiz-Apps. Also quasi immer, wenn du ein drittes Produkt ranholst und eigentlich deine Lern-Community, deine Studierenden, deine Schüler sozusagen indirekt oder direkt Kunden werden. Das wären noch so Möglichkeiten. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, Kahoot von Schulrechnern zu benutzen, habe ich letztens einen Lehrer gesehen, wo du dann auch sagst, okay, was ist irgendwie die IP-Adresse von der Schule? Yo, aber ja. Ich glaube aber, dass der Punkt weiter gemeint ist als Proctoring, Matthias. Also wenn ich mir das so durchlese. Ja, definitiv. Und klar, also da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Ja. Also wenn man jetzt mal einmal im Semester irgendwie so ein Kahoot-Quiz macht und da ist jetzt bei Kahoot irgendwie so ein Datensatz im Hintergrund gesammelt und da kommt jetzt halt raus irgendwie die IP oder der Name, der war jetzt besonders gut und die IP oder der Name, der war jetzt irgendwie nicht so gut. Dann kann man da auch aus Kahoot-Sicht und irgendwie auch aus Sicht von einer Person, die jetzt diese Daten möglicherweise von irgendwie sowas wie Kahoot abkauft, möglicherweise, wird man da nicht viel mit anfangen können. Ne? Das stimmt. Wenn wohl. Ich jetzt aber andersrum eben ein ganzes Semester lang 21 Lehrveranstaltungen, wie bei uns, im Prinzip fast jede Woche so ein Quiz mache und da sind immer wieder die gleichen Leute in dem Quiz und ich kann dieses ganze Semester lang über irgendwie nachvollziehen, weil die immer mit dem gleichen Cookie oder immer mit dem gleichen Nutzernamen oder so da drin sind. Da kann man dann natürlich schon ein bisschen was ablesen daraus, weil da ist mit Sicherheit im Hintergrund gespeichert, wie schnell haben die Leute auf die Fragen geantwortet. Welche Geräte, was auch immer. Welche Geräte, sozioökonomische Sachen im Hintergrund, ja. Ja, dann wirst du Botschafter für die jeweilige Plattform und die Frage ist einfach, will man das? Und ich bin für proaktive Entscheidungen. Und wenn man zum Beispiel sagt, hier,
es gibt ja auch Apps, die machen das gar nicht. Also dann kann man eben sagen, okay, ich habe explizit die benutzt. Auch Moodle kann ja sehr, sehr viel, wenn die Admins das so einstellen. Ja, ich weiß nur nicht, ob New Learning als wirklich super Begriff für einen anderen, noch größeren, also Datenschutz war ja schon immer bei uns in der Bundesrepublik ein großer, also ob zwei größere Begriffe, ob positiv und positiv zusammen noch was Größeres ergeben, was man erst recht nicht zerlegen kann, auch wenn er hier wie es schützt vor Algorithmen oder Diskriminierung durch Algorithmen. Also die meisten Algorithmen kann man auch als ITler irgendwie nicht so richtig erklären, weil es nicht der, also es gibt nicht den einen Algo, der unter einer Adresse liegt und nicht ein Algo diskriminiert so mit Input gleich Output. Also schwierig. Also ich will damit sagen, selbst die Leute, die schreiben oder Teile davon schreiben, könnten die jetzt irgendwie nicht auf einem Bierdeckel erklären, wie der diskriminiert. So. Ja, und ich meine, so eine andere Sache ist, also ich mache halt zum Beispiel dieses Quiz seit irgendwie Anfang Oktober, da dieses tägliche Grundlagen Elektrotechnik-Quiz bei Instagram, und das wird ja ziemlich gut angenommen. Mhm. Und da sehe ich ja eben, also zum Beispiel bei Kahoot sehe ich eigentlich nicht wirklich Werbe, also doch irgendwie wahrscheinlich könnte ich mir irgendwelche Rohdaten runterladen, dann könnte ich schon sehen, welcher Student, welche Studentin wirklich bei welcher Frage was gewählt hat, aber zum Beispiel bei Instagram sehe ich das halt eigentlich sehr prominent. Ja. Und was sind da so KPIs? Kannst du da was erzählen? Ja, also ich glaube, so richtig rauskriegt man die Daten da nicht. Also man, wie ich immer sage, man kann einen Screenshot davon machen in der App. Aber, geil. Ein Screenshot. Nicht in einem gut weiterverarbeitbaren Art dort exportieren. Also vielleicht eben auch genau aus solchen Datenschutzgründen, ja, damit man das eben nicht massenhaft machen kann. Aber darum wiederum scheint es die Studierenden ja nicht zu stören, oder ja, ich meine, letztlich sagst du ja, okay, das gehört gar nicht zu meiner Veranstaltung, ich mach's privat, ihr macht's privat. Das ist halt auch irgendwie, also für bei so einem Quiz ist es, denke ich, trivial. Die Frage wird dann irgendwie sein, oh, ich habe privat noch eine Klausurvorbereitung organisiert, die könnt ihr euch ja privat auf meinem YouTube-Account noch angucken, und die Extralösung gibt es im Subs, also, du weißt, was ich meine. Also, das würde keiner so plakativ machen. Aber es gibt ja auch andere Lernkulturen, wo Bildung noch eher ein Tauschgeschäft mit Geld ist. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen. Das ist dann, also, wenn man sich andere Fächer anguckt, zum Beispiel Jura, da ist so ein Repetitorium gang und gäbe, dass man nochmal privat über Bildung, also das machen nicht alle, aber viele, nochmal privat über einen Rap-Kurs Sachen auffrischen. Und dann ist das halt auch irgendwie so eine gläserne Bezahlschranke nach oben. Ja. So. Und ich. Ich sage jetzt den Firmennamen nicht, um mich ja an der Stelle nicht angreifbar zu machen, aber es gibt ja Software zum Beispiel zum Mathe-Lernen für Schülerinnen. Und da ist in anderen Ländern das Geschäftskonzept im Prinzip durchaus so, dass die Schulen und Schüler und Schülerinnen diese Software kostenlos nutzen können, aber sozusagen ihre Seele, ihre Daten damit an den Teufel verkaufen, weil halt diese Firma im Prinzip über das ganze SchülerInnenleben hinweg die Daten sammelt und am Ende potenziellen Arbeitgebern verkauft und sagt, siehe da, diese Person, die du einstellen möchtest, die hat halt von Klasse 5 bis Klasse 12 genau so performt. Das ist die Perversion von Noten. Ja, und ich meine, das ist genau der Punkt, der jetzt irgendwie das ist auch so ein Thema neben Proctoring, was, glaube ich, irgendwie ganz gut in diese These Nummer 10 reinpasst. Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, das ist was man halt auch immer wieder nur in so einem gegenseitigen Prozess halt aushandeln kann, ne? Ja. Aber, also ein Kommentar noch zu den Klarnamen, ne? Ich meine, wenn jetzt in meinem Zoom-Meeting sich jemand Donald Trump oder Mickey Mouse nennt, klar, dann kann ich einschätzen, dass das nicht der echte Name sein wird. Aber wenn sich jemand, ich sag mal, Tim Müller nennt oder Christian Schmidt oder Peter Schulze. Das Problem ist dann, wenn dir dann sozusagen jemand noch eine Frage stellt, sag hier, ich habe da noch bei der Dual-Pol-Theorie, und dann kannst du sozusagen, wenn dann der echte Name über eine gesicherte Verbindung kommt, dann müsstest du ja auch irgendwie nochmal sicher, also fragen, okay, welcher Kurs ist das? Du unterrichtest ja mehr als eine Sache zum Beispiel. Also gerade an der Uni finde ich, oder auch gerade in so einem, wir sind halt irgendwie doch irgendwie Erwachsene. Also ich bin ja mal ein Freund davon, wenn man Studierende nicht wie Kinder behandelt, weil es sind einfach keine Kinder. Und natürlich muss man richtig mit seinen Sachen umgehen. Und es ist halt auch ein guter Moment, um das mal zu üben, um es so zu sagen.
Kannst halt in der Geschäftswelt irgendwie ja auch nicht. Ja, es gibt Jobs, da ist das so, aber das sind weniger akademische Jobs. Also irgendwann muss ich doch mal klar Farbe bekennen, sozusagen. Ja, aber ich verstehe, dass man einfach aus dem Privaten das eben irgendwie kennt und deswegen klar, keine Klarnamen benutzt. Ist eine wichtige Debatte, definitiv. Aber spätestens in der direkten Kommunikation finde ich es auch immer noch komisch, dass Leute auch ganze YouTube, also große YouTube-Accounts sozusagen, sich komplett hinter nur einem Namen verstecken und das sehr präsent. Passt irgendwie nicht so. Ich glaube auch, dass das aus der Wissenschaft eben ganz anders ist, weil da steht der Vor-Nachname für ein wissenschaftliches Themengebiet. Da ist klar, Dr. Maglowski ist in Elektrotechnik unterwegs, in dem und dem Fachbereich. Also, weißt du, was ich meine? Das ist sozusagen, da kannst du, ich glaube nicht, dass du in der Wissenschaft mit, keine Ahnung, mit Banksy, also es ist in der Kunst total gegeben, das geht, aber ich glaube nicht, dass das in der Wissenschaft funktionieren würde. Nee, nicht wirklich. Kenn wenige Leute, die unter Pseudonym in der Wissenschaft erfolgreich unterwegs sind. Ja. Okay. Ziemlich fuzzy der Punkt, muss ich sagen. Selbst wenn man was mit IT am Hut hat, ich glaube, wir haben verstanden, in welche Richtung es geht. Aber dieser Automatismus, den kann man halt auch in diesen drei Absätzen gar nicht erklären. Ja. Und allein irgendwie Schutz vor Diskriminierung in Lehrveranstaltungen, kannst du wahrscheinlich eine ganze Konferenz drüber machen. Ja. F. New Learning überwindet Grenzen zwischen Bildungsinstitutionen. Schauen wir mal. Wir wollen die künstlichen Gräben und Grenzen zwischen organisierten Systemen überwinden. Ja, also das ist, glaube ich, wieder so ein Aufruf einfach zu einer Kultur des Teilens, zu offenen Bildungsmaterialien, zu Sharing is Caring und zu wir müssen Silos abreißen, anstatt neue Silos zu bauen. Zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt an Punkt 9 zurückdenken, an die Data Literacy, dann habe ich vor 20 Minuten darüber abgerantet, wie schlecht vorbereitet unsere Erstsemesterstudierenden aus pauschalisiert den Schulen kommen, ja. Dass sie dort grundlegende IT-Kompetenzen nicht gelernt haben. So, und ich meine, jetzt kann man halt natürlich irgendwie als Lehrperson ehrlich darüber abrenten, dass das so ist. Eigentlich müsste man jetzt aber halt, aber dann ist wieder die Frage, wie ich das halt machen. Ich kann ja jetzt nicht alle Schulen anrufen und sagen, bringt euren SchülerInnen mal irgendwie vernünftig da Computergrundkenntnisse bei. Aber eigentlich müsste man das machen. Ne? Also es müsste auch wieder da irgendwie mehr Wege und Möglichkeiten geben, aus einer Hochschule heraus Kontakt mit Schulen aufzunehmen. Das passiert ja auch auf gewissen Wegen. Also zum Beispiel, weil es Leute gibt, die halt eine halbe Stelle hier und eine halbe Stelle da haben oder die halt an einer Uni lehren und gleichzeitig Eltern von SchülerInnen sind, die halt an Schulen gehen und sowas. Und sowas passiert natürlich extrem viel und meines Erachtens auch extrem gut über so Plattformen wie Twitter und das Twitter-Lehrerzimmer und sowas. Ich glaube, sowas ist halt zum Beispiel sowas wie von dem Bildungsministerium jetzt relativ selten vorgesehen, dass sowas tatsächlich institutionalisiert passiert, sondern da ist man vielleicht eher tatsächlich daran interessiert, diesen Status quo zu wahren und diesen künstlichen Graben immer mal wieder auszubaggern. Das sieht man ja an der Entscheidungsfreudigkeit der letzten Monate, sagen wir es mal so. Also 16 Bundesländer, 16 Bildungs, nicht komplett andere Systeme, aber allein wenn ich mir so Sachen angucke, ich bin nach Berlin gezogen vor irgendwie 3 Jahren und dann habe ich herausgefunden, dass die Grundschule hier bis zur 6. Klasse geht. What? Also das war für mich wirklich so ein, wie kann das denn sein? Ich stand unter dem Eindruck, dass bundesweit, dass mindestens das bundesweit ähnlich oder gleich ist. Wie weit geht die Klasse bei euch in Magdeburg? Die Grundschule? Du bist auf 4. Ja, genau. Und das ist, also ich bin ja Südhesse, aber da ist für mich ein Teil dieser Bildungswelt eingebrochen. Und noch so ganz andere War-Stories aus dem Berliner Schulsystem. Aber da war ich so ein bisschen schockiert, dass sozusagen nicht mal die Grundschule gleich ist. Und dann mache ich mir, und je mehr ich im Bildungsbereich sehe, desto ähnlicher, desto mehr denke ich mir, ja, der Status quo ergibt halt auch irgendwo Sinn. Also wenn man sich die einzelnen Faktoren und Summen anguckt. Was ich spannend finde, ist dieses doch sehr kecke künstliche Gräben. Also das finde ich cool. Finde ich an dem Artikel oder an dem Manifest, es sind künstliche Gräben. Das ist,
gut getroffen, finde ich. Also es gibt das ja keinen Grund, nicht zu kooperieren. Ja, das ist schon sehr pointiert herausgestellt, ja. Ja. Und ich meine, wenn man jetzt da unten die Sachen schaut, also Bereitschaft aller AkteurInnen, institutionsübergreifend und interdisziplinär, das kommt ja noch dazu, ja. Von nur miteinander zu lernen. Ja, also das ist ja auch wieder so ein Aufruf zu Third Space, Third Mission. Und ja. Ich glaube, es gibt halt schon auch, also wenn man mal so ein bisschen suchen und recherchieren würde, also was mir zum Beispiel an der Stelle, ohne dass ich jetzt vorher recherchiert habe, aber was mir halt spontan einfällt, es gibt in, ich glaube, Baden-Württemberg eine Kosch-Gruppe oder so wie Cosinus Hyperbolicus geschrieben, und dieses COSH steht für Kooperation Schule Hochschule, und das ist halt genau eine Gruppe, die sich mal zusammengeschlossen hat aus LehrerInnen in Gymnasien und sozusagen MathematiklehrerInnen an Hochschulen, um diesen Übergang für Studierende im Bereich der Mathematik von der Schule zur Hochschule ein bisschen fluffiger zu gestalten, ja, und nicht dieses, wie, das haben euch die Lehrer da nicht beigebracht, das ist ja komisch. So, weil wir früher, Trademark, haben das ja noch gelernt. Oh, Boomer Cringe, Matthias. Hast du gerade früher TM gesagt? Ernsthaft jetzt? Okay, wir machen einfach weiter. Naja, und ich glaube, also diese Gruppen, die existieren, die sind auch engagiert, aber die könnten wahrscheinlich auch mehr Wertschätzung erfahren, weil das, was sie da machen, ist extrem wertvoll für alle, die halt an diesen Prozessen da beteiligt sind. Und ja, also wahrscheinlich werden denen jetzt, ja, ich will nicht sagen, dass den Steine in den Weg gelegt werden, aber die werden zumindest nicht die Wege planiert, die sie langlaufen. Ja, die gehen neue Pfade. Also wir hatten auch in der Schule, jetzt auch schon, also auch schon 10 Jahre her, TM, dass man eine Kooperation mit der nächsten Uni hatte oder auch mit mehr als nur einer Firma irgendwie, die in der Großstadt war. Aber klar, das ist wieder sozusagen das Glück oder Unglück von einem Träger oder von einer Schule und wahrscheinlich sogar von der aktuellen Leitung. Also es steht und fällt ja irgendwie dann mit den Leuten und natürlich auch mit den Leuten, die, also wie du sagst, es kommt dann irgendwie, zwei Eltern kennen sich, sind eigentlich gemeinsam in einem ganz anderen Verein. Der eine ist aber in der Schule, der andere ist in der Wirtschaft. Und auf einmal steht irgendwie der Boys, Girls, wie auch immer, Day. Klar, das kommt nicht durch die Verordnung 417 auf Seite 3, das ist die KMK. Also das war ja, das hat irgendwie das Traurige. Es war irgendwie schon immer so. Aber ich finde es, also der Aufruf ganz klar, ich finde es interessant, dass sie da nicht noch wirklich explizit offene Bildungsressourcen, OER, explizit als Beispiel genannt haben. Weil ein Punkt davor kam ja auch explizit die Algorithmen zum Beispiel. Und jetzt, ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht entweder das ist der falsche Punkt oder das war schon oder das kommt noch, aber also ich glaube, das war schon ein Thema in einer der oberen Thesen. Okay. Und wahrscheinlich wollte man es, um diese Redundanz zu vermeiden, hier nochmal rausnehmen. Weil dieses produktive Miteinander ist ja, also ist für mich gerade dieses Wiederbenutzen, Remixen etc. Ja. Spannender Punkt. Also den finde ich zum Beispiel jetzt sehr klar. Also oder zumindest nicht, da brauche ich nicht viel Fantasie und nicht viel Interpretationsspielraum. Und das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, die man gut unterschreiben kann. Ja. Ja. Definitiv. Und also ich glaube, um vielleicht das nochmal sozusagen da an der Stelle zusammenzufassen und abzuholen, also diese Sachen, die halt da schon passieren in dem Bereich, das ist halt eben Zufall. Also wie du sagst, ne? Die eine Person kennt die andere Person und dann stellen die fest, oh, wir könnten da mal irgendwie das und das voranbringen an der Stelle der Kooperation von dieser Hochschule und der Schule oder sowas. Aber das ist eben wieder nicht institutionalisiert, sondern es ist an diese Personen gebunden, wie viel zu oft Sachen an Personen gebunden sind und damit sozusagen an irgendwelche Zufälle gebunden sind. Und das ist eben nicht, ja, wenn eine Schule gut ist in Digitalisierung und wenn eine Schule gut ist in Kooperation mit einer anderen Hochschule, dann ist das eben Zufall und nicht, man kann das dann wieder nicht pauschalisieren für alle anderen Schulen. Und an der Stelle vielleicht, was an Personen gebunden ist, Personen sind im Hochschulsystem auch gerne mal draußen, an der Stelle mal als Hashtag WissZeitVG, was herumging. Und dann kommen also Tweets zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie die letzte Seminararbeit noch ein letztes Mal aufschieben können, ich bin ja nicht mehr da. Und solche Kooperationen, die dann entstanden sind, die im besten Fall nimmt die Person die mit. Und wenn sie halt aus dem System austreten, oder naja, austreten ist irgendwie so ein bisschen noch zu freundlich, gehen muss effektiv, dann
geht die Kooperation halt im zweifelsten Fall mit. Weil natürlich die übrig bleiben, können auch irgendwie auch nicht mit alles auffangen. Ja. Also das verschärft das Ganze, gerade auf Hochschulseite nochmal. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie stabil Lehrerverhältnisse sind. Ich weiß, dass auch hier in Berlin sehr viele Teilzeit oder also die prekäre Beschäftigung steigt. Ich habe aber keine Zahlen. So. Und natürlich, wenn die Leute irgendwie nicht mal wissen, ob sie selber noch da sind, wie können sie dann sagen, ob ihre übergreifenden Projekte noch da sind? Also, ja. Ja, und was ist halt die Motivation, solche übergreifenden Projekte, die ja immer auf eine gewisse Mittel- und Langfristigkeit angelegt sind, zu pflegen und da Zeit rein zu investieren, wenn man eigentlich irgendwie da erstmal selber seinen eigenen Job voranbringen muss. Und das heißt in der Wissenschaft eben. Wir haben einen ganz kleinen Drop bei dir im Skype, Matthias. Aber ja, jetzt müsstest du wieder da sein. Es. Okay. Ja, okay. Ja, also die 10 Frames, die da gerade gedroppt sind. Alles gut. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen 12 und dann können wir mal von der Theorie in die Praxis, weil ich ungefähr 1 Million Fragen über deinen Stream habe. New Learning braucht eine neue gemeinschaftliche Bildungspolitik. Da haben wir es doch. Das ist das, was wir gerade eben schon hatten, der Aufruf. Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft, hier die Dreiecks-Love geht raus. Gemeinsame Anstrengungen, Akteure in Bund, Ländern und Kommunen. So, und ich glaube, der Bund wäre bereit, so ist meine Einschätzung, in einigen Stellen doch mehr Homogenität zu schaffen. Das klingt immer so negativ, aber vielleicht, man könnte auch von Standards sprechen. Ich meine, wenn ich, und dann kommen die Kommunen, von dem, was ich weiß, auch Kommunen sprechen sich ganz gut ab, von wir machen gemeinsam Olympischen Tag bis hin zu. Wir haben zum Beispiel in den Leistungskursen an meiner Schule damals wirklich über 4 oder 5 Schulen hinweg sowas organisiert bekommen und das war normal. Das war jetzt nicht speziell für uns. So, worauf ich hinaus will, ich glaube, die Eckkanten sind nicht das Thema, sondern die Länder. Vermutlich ist das leider tatsächlich so, ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man als Hochschulangehöriger am wenigsten tatsächlich zu sagen kann und wo man auch am wenigsten zu beitragen kann, irgendwie da die Situation zu ändern. Aber wenn man jetzt zusammenfassend über alle anderen Thesen vorher spricht, dann, wie gesagt, man kann und will denen eigentlich allen nicht widersprechen. Und das, was da gefordert wird, braucht alles immer Zeit. Ja. Und die Zeit hat halt an den Hochschulen zumindest, haben die halt die wenigsten, wirklich viel Zeit in gute Lehre zu investieren. Und das, was es braucht, wäre an der Stelle eben mehr verstetigter Mittelbau, der halt das alles mal wirklich institutionalisiert machen kann und nicht immer nur irgendwie so zwischen Tür und Angel und so nebenbei. Und das sind sicherlich die Ressourcen, die halt die Bildungspolitik zumindest aus meiner Sicht für Hochschulen bereitstellen muss und müsste. Mhm. Naja, und klar, und das Problem sozusagen mit den Ländern, da könnten jetzt die tatsächlichen Lehrer wahrscheinlich halt viel, viel, viel mehr erzählen, weil wir als Hochschulen haben halt das Glück, dass wir da eine gewisse Autonomie haben. Also jetzt auch, was die ganzen Corona-Geschichten anging, konnten ja die Hochschulen noch relativ selbst entscheiden, wie sie jetzt damit umgehen, was für Lehrveranstaltungen sie stattfinden lassen, was für Lehrveranstaltungen sie ausfallen lassen und so weiter und so fort. Und ich meine, es gab ja durchaus progressive Schulen in Deutschland. Ich nenne jetzt keine Orte, keine Vorteile zu, aber die gesagt haben, wir wären bereit, irgendwie Hybridunterricht, Distanzunterricht, Kleingruppenteilung zu machen und die dann halt aber zurückgepfiffen worden sind. Also das kann man ja online nachlesen, meine Güte. Also das ist jetzt kein, ja. So, und wie hat Bob Blume so schön geschrieben, hätte man wenigstens mal gegoogelt in dem Bildungsministerium. Also dann hätte man halt herausgefunden, was alles mittlerweile irgendwie schon geht. Und PowerPoint, Zoom und Lüften, das geht. Ja, und das, was man jetzt halt wieder über die Köpfe der Schulleitung und der LehrerInnen hinweg entschlossen hat, weniger als eine Minimallösung ist. Was ich wieder so krass fand, im Sommerschuljahr oder Sommersemester, egal, in dieser sommerlichen Zeit,
gab es ja irgendwie auch so gefühlt 2 Tage, wahrscheinlich waren es 3. Und das ist genau wieder passiert. Also gerade bei den Schulen. Was ich so online gelesen habe, dieses, wir gehen jetzt hier wieder in diesen Lockdown, der kein Lockdown ist, aber gut. Und dann gab es wieder irgendwie so, okay, Donnerstagabend, morgen nochmal Schule und Montag, ganz großes Fragezeichen. Also man kann sich darüber streiten, ja, warum wurde nicht investiert, warum haben die Staatssekretäre nichts gemacht, aber allein die Kommunikation, die ich ja von heute auf morgen ändern kann oder die ich anfassen kann und also das fand ich halt so krass. Ich meine, ich bin jetzt weder irgendwie Elternteil noch Lehrer, aber auch als Außenstehender quasi, der das so mitverfolgt, fand ich allein die Kommunikationsstrategie oder Nichtstrategie so krass. Und man weiß nicht so genau, was hinter den Vorhängen passiert, im Sinne von, weil der Bund redet ja mehr auch mit den Ländern und auch Länder reden mit ihren Kommunen und Kommunen reden mit ihren Städten. Aber ja, ich weiß nur nicht, ob da über New Learning geredet wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich glaube, da wird eher über, wie viele Taxen brauchen wir und was ist der nächste Hebesatz und solche Sachen geredet. Ich weiß nicht, wie weit Bildung da insgesamt. Jetzt bist du wieder da. Jetzt wieder da. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber alles gut. Ja. Ja. Ja, klar. Also den Punkt zusammenzufassen, na klar, die Politik muss die großen Rahmenbedingungen dafür schaffen und muss die Leute, die da aktiv sind, wertschätzen, sie anhören und nicht das, was die im Bildungsbereich aktiven und engagierten Personen mit den Händen aufbauen, mit dem Arsch wieder einreißen. Das wäre ja ein wünschenswert. Was ich spannend finde, und ich reite heute extrem auf Worten rum, aber in den anderen war immer, okay, New Learning braucht, Punkt, Punkt, Punkt. Emotion wieder live. Okay, jetzt sehe ich es. Ja. Ja, so ein paar Selbstheilungsmechanismen laufen dann doch im Hintergrund. Ja. Was ich spannend finde, ist die Aussage, wir fordern von der Politik und nicht nur wir brauchen. Und dann kommen eben doch sehr viel plakative Forderungen. Und normalerweise versuchen das Menschen immer sehr, oder so Manifeste immer sehr diplomatisch auszudrücken. Ich finde es gut, dass da jetzt einfach mal 4 klare Forderungen stehen. Was ich natürlich nicht mag, sind internationale Best Practices. Also ich mag ja das Wort Best Practice weiter nicht. Wir haben einen sehr netten Kommentar auch auf unseren vorherigen Folgen bekommen, dass es eben doch hilft an der einen oder anderen Stelle. Gerade du wurdest sehr lobend erwähnt. Es gibt eine Art und Weise, Einführung in die Elektrotechnik zu machen, die ist eben richtig und falsch. Oder es gibt sozusagen Themen, die richtig und falsch sind. War, glaube ich, dein Beispiel. Dann aber wieder den Bogen zu Fehlerkultur. Da wurdest du sehr zu Recht gelobt. Ich bleibe aber dabei, dass Best Practices allein schon und dann internationale Best Practices allein, wie Studenten, und das ist ja so mein Gebiet, sich verhalten und wie sie, ob sie Nachfragen stellen, wie keck sie sozusagen sind oder wie forsch, wie viel sie können. No way, dass es da irgendwas an Best Practices gibt und dann erst recht nicht international. Ja, das halt. Ja, die anderen Punkte finde ich deutlich schärfer, aber ich bleibe bei meinem Good Practice. Das reicht, glaube ich, für den Moment. Ja, also ich glaube, dass mit dem, man muss da vielleicht das Best Practice und das Internationale nicht auf die Goldwaage legen. Also ich glaube, da ist es so ein bisschen der Aufruf, das Rad nicht jedes Mal komplett neu zu erfinden, sondern mal so ein bisschen zu gucken, was die anderen schon so machen, nicht im eigenen Saft zu schmoren und ich finde internationale Best Practice auch ein bisschen hart, weil es geht so in die Richtung, naja, da hat jetzt jemand was gemacht und das ist gut und das meißeln wir jetzt in Stein und kopieren das halt genau so und verkaufen das als den einzig wahren Weg. Und das soll es, glaube ich, nicht sein. Matthias, wir haben noch 5 Minuten angeblich, bis unser anderer digitaler Kaffeetausch anfängt. 2 Varianten. Wir können da jetzt einfach direkt rübergehen und dann haben wir aber noch einen zweiten Termin so oder im Frühjahr, wie auch immer. Oder wir reden jetzt noch über den Stream. Aber eigentlich finde ich deinen Stream so, also das kriegen wir in 5 Minuten eh nicht unter. Und da ist doch schon mehr passiert. Deswegen würde ich vorschlagen, nehmen wir das nächste Mal deinen Stream und gucken uns sogar einzelne Szenen an. So ein bisschen so, wie ich das auch mit anderen Streamern mache. Nur eben wieder so
live und mit Double Greenscreen. Das wäre eine sehr gute Idee. Dann würde ich sagen, wir haben uns mal wieder zeitlich etwas verquatscht, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen an dieser Stelle, wie du vorschlägst, den Sack zu. Sehr gut, finde ich gut. Wir sind gerne für Anregungen, Hinweise und Kommentare natürlich immer bei Twitter offen. Ja, und stimmt, die Twitter-Handles könnte ich hier mal einbauen. Das ist eine gute Idee. Kommt sofort in den Backlog. Und wir werden natürlich im Nachgang einen Termin vereinbaren, ob und wo wir uns zum nächsten Mal virtuell treffen. Ja. Ich bin heute aus meinem Büro, auch wenn man das diesen Greenscreen-Setup nicht ansieht, aber man kann es natürlich bei Twitter nachverfolgen. Und falls wir tatsächlich zwischen den Jahren streamen sollten, dann hat meine Hochschule eine Betriebspause. Das heißt, ich werde definitiv nicht in meinem Büro sein können, aber vielleicht lässt es ja das Wetter zu, wenn ich nach draußen schaue, dass ich wieder auf meinem Balkon sitze. War aber mit Wärmflasche, dicken Schuhen und Pantoffeln. Was? Aber nimmst du den Greenscreen mit nach Hause? Das muss ich mal schauen. Ich denke eher nicht. Okay, ja, es ist halt ein großes Vieh, ne? Also wenn der einmal wo sitzt. Aber ich habe ja zum Glück noch mein grünes Handtuch drauf. Stimmt, ja, das kriegen wir rausgefiltert, gar kein Problem. Cool, ja, es hat mich wieder gefreut. Es war wieder eine gute, schnelle Stunde für die digitale Lehre. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn nicht zwischen den Jahren, dann im nächsten Jahr, dass wir das hier weitermachen. Und dann haben wir ja auch das Manifest abgearbeitet oder uns abgearbeitet. Und dann kommen mit Sicherheit, also der nächste Proctoring-Skandal kommt bestimmt. Oh, ich habe schon von einem gehört, der hier ganz in der Nähe stattgefunden hat. Okay. Aber ich muss mich noch mit weiteren Informationen versorgen. Also ich glaube, die Szene wird weiter Informationen liefern und dann machen wir an der Stelle einfach weiter. Ja, wir gehen wahrscheinlich jetzt einfach geschlossen in den HFD. Ich will mal Kaffeeklatsch sagen, aber es ist eine Kaffeerunde. Es heißt auch offiziell mittlerweile der HFD Community Kaffee. Man hat das ein bisschen gentrifiziert, okay, den Titel. Ich fand das HFD-Kaffeepause früher auch ganz okay, okay, aber es, ich habe einfach beide Twitter-Handles. Community-Kaffee, okay. Oh, Community-Coffee, ich glaube. Community, weil dann könnte man ja eigentlich den CCC, weißt du, weil C4 und ach komm. Gut, ja. Guter Out, hat mich gefreut und wir sehen uns. Genau, vielen Dank für die technische Organisation. Immer, immer.